Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Es ist ewig her. Ich glaube, ich habe im September letztes Jahr das letzte Video hochgeladen und jetzt kommt das nächste. Heute an diesem Tag, genau wie letztes Jahr, habe ich meine Fastenerfahrung im Jahr 2022 gemacht. Ich habe jetzt aktuell, ich weiß es gar nicht, ich glaube 12 oder 13 Tage nichts gegessen an dem Tag, wo ich dieses Video mache. Und genau wie letztes Jahr bin ich einfach überrascht und fasziniert davon, wie viel Energie der Körper doch als Reserve hat. Ich muss zu meiner Verteidigung dazu sagen, ich habe ordentlich Fett angesammelt und ich habe auch einiges an Muskulatur. Das heißt, in meinem Fall kann der Körper wahrscheinlich wesentlich länger davon zehren, als wäre ich jetzt sehr dünn. Das heißt, das gilt es noch zu berücksichtigen. Aber jetzt in meinem Fall, ich glaube, ich hatte nach 11 Tagen ohne Essen das erste Mal sowas wie ein kleines Hüngerchen, nenne ich es mal. Aber ich bin auch heute jetzt in einem Zustand, wo ich sage, ob ich jetzt noch ein, 2 Wochen dranhänge, das macht den Kohl nicht fett. Also es ist wirklich überhaupt gar kein Leidensdruck da oder ein unangenehmes Gefühl. Eher im Gegenteil, genau wie letztes Jahr fühle ich mich. Übrigens, wer das Video vom letzten Jahr nicht gesehen hat, da gehe ich auch nochmal auf die ganzen Hintergründe ein des Heilfastens, wenn das interessant für dich ist. Ich werde es hier oben verlinken. Aber es ist tatsächlich so, dass keinerlei Energie weg ist. Ich würde eher sagen, dass mehr Energie da ist. Ich fühle mich fitter, klarer, wacher, energiegeladener. Ich komme morgens besser aus dem Bett. Also wirklich fast nur Benefits. Es ist erschreckend, wie wenige Menschen das wirklich machen, bei zumindest meiner subjektiven Erfahrung mit dem Heilfasten. Eine Sache habe ich im letzten Jahr nicht erwähnt, die ich aber unbedingt dieses Jahr erwähnen muss. Im Jahr 2019 wurde mir eine Autoimmunkrankheit diagnostiziert. Der Name war Lieschenruber. Und das ist so eine Art Knötchenflechte. Ich bin kein Mediziner. Der Arzt hat mir auf jeden Fall empfohlen, Patrick, wenn du dir einen Gefallen tun willst, google es nicht. Ja, was macht man dann in so einem Moment? Auf jeden Fall ist es wirklich nicht schön, was dabei rauskommt, wenn man es googelt. Es entstehen rote Flecken, die nach Erfahrungsberichten unglaublich anfangen sollen zu jucken, am ganzen Körper, überall, an den komischsten Stellen. Und ich habe mir die Meinung eingeholt von dem Arzt, bin dann, habe gesagt, okay, das kann es doch nicht sein, bin zu einem anderen Arzt nochmal gegangen. Und es war dieselbe Diagnose und der O-Ton war: Patrick, es tut mir leid, das ist ein Krankheitsbild, was zu selten ist, als dass die Pharmaindustrie da viel Geld zu Forschungszwecken reinstecken würde. Man kann nichts machen, außer sich damit zu arrangieren. Das war mein Status quo und dann habe ich mich 2 Jahre enorm damit rumgeschlagen. Es hat mich auch belastet. Selbstverständlich, Krankheiten belasten ja meist auf irgendeine Art und Weise. Und dann habe ich das Heilfasten gemacht. Ich hatte überhaupt gar keine Assoziation. Ich habe ganz andere Sachen intendiert letztes Jahr mit dem Heilfasten. Aber seit dem Heilfasten im Jahr 2021 ist das kein Thema mehr. Ich hatte keinerlei rote Stellen oder irgendwas am Körper, überhaupt gar nicht, weg. Und es ist nicht so, dass ich das ein, 2 Wochen hatte oder so und dann damit gestartet habe. Ich hatte das 2 Jahre lang. Jeden Tag. Ich habe jeden Tag vor dem Spiegel gestanden und habe an meinem Körper zum Teil rote Flecken gesehen. Das ist weg. Und das Problem ist, es ist schwierig, immer einen Zusammenhang zu ziehen. Es ist schwierig zu sagen, was korreliert und was hängt kausal zusammen. Sprich, kann es sein, dass die Autoimmunkrankheit sich sowieso beruhigt hätte nach 2 Jahren bei mir und das war nur zufällig mit dem Heilfasten verbunden? Oder war das Heilfasten ursächlich dafür, dass sich die Autoimmunkrankheit verbesserte? Man weiß es nicht, aber mein subjektives Gefühl, was natürlich wissenschaftlich keinerlei Aussagekraft hat,
sagt, es hängt mit dem Heilfasten zusammen, weil es einfach 2 Jahre nonstop war und exakt in der Phase sich wesentlich verbessert hat und danach gänzlich weg war. Gut, das noch eine Botschaft, aber auch wenn du andere Herausforderungen hast, wie Probleme am Bewegungsapparat, Rheuma oder Arthritis oder ähnliches, lies dich bitte ein. Heilfasten kann auf jeden Fall ein potenzieller Weg sein. Und ich hatte es schon in meiner Instagram-Story erwähnt, ich weiß nicht, ob du mir da folgst, das war eine sehr ausführliche Story, ich habe viel Feedback darauf bekommen. Ich werde hier meinen Instagram-Kanal nochmal verlinken, dass du mir da folgen kannst, wenn du das möchtest. Und auch da habe ich erzählt, die Herausforderung aus meiner Sicht ist, dass Ärzte nicht wirklich dafür da sind, Menschen zu sagen, wie sie gesund bleiben, sondern primär dafür da sind, Symptome zu lindern. Das heißt, einen Arzt besucht man normalerweise erst dann, wenn man krank ist, Symptome hat, dann eine Diagnose sucht und dann eine Behandlung bekommt. Und das wird sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren grundlegend verändern. Wir gehen in Richtung einer individuellen Präventivmedizin, wo jeder für sich selbst im Vorfeld anhand seiner eigenen Kennzeichen und Marker und biologischen Dispositionen etc. feststellen kann, was ist für mich individuell wirklich die möglichst ideale Form zu leben, zu ernähren, zu schlafen, zu sonst was, also mich zu bewegen, um eine möglichst gute Gesundheit sicherzustellen. Ich bin sehr hoffnungsvoll in Bezug auf diese Entwicklung, aber noch befindet sie sich im Umschwung und noch haben wir das alte Paradigma. Und wenn ich richtig informiert bin, ich glaube, Ärzte haben im kompletten Studium in etwa einen Tag über Ernährung. Wir wissen aber alle, was für ein wichtiger Prädiktor Ernährung ist in Bezug auf unsere Gesundheit. Das heißt, ich möchte mich gar nicht wirklich an Ärzten orientieren, wenn es darum geht, wie ich gesund lebe. Wenn ich Arzt wäre, wenn ich Mediziner wäre, dann würde ich natürlich auch irgendwie ein Buch schreiben über Ernährung und sagen, ja, ich muss es ja wissen, weil ich bin Arzt. Ne, macht sich immer gut, lässt sich super verkaufen. Aber verlassen möchte ich persönlich mich darauf nicht. Da wende ich mich an andere Quellen und an Mediziner wende ich mich, wenn der Kittel brennt. Ne, dann gehe ich zum Mediziner und sage ich, hey, was soll ich machen? Und da bin ich dankbar für und da vertraue ich auch der Schulmedizin. Aber das auch nochmal nebenbei. Generell muss ich sagen, wenn ich einen Strich ziehe jetzt unter meine Fastenbilanz 2022, ich werde insgesamt 14 oder 15 Tage fasten. Am Freitag diese Woche werde ich das Fasten brechen. Insgesamt muss ich sagen, ich habe letztes Jahr bereits gesagt, ich kann mir vorstellen, das jedes Jahr zu machen. Genau dieser Eindruck hat sich dieses Jahr nochmal bestätigt. Fasten wird ein fester Bestandteil in meinem Leben, was ich jedes Jahr wiederholen werde. Was sich für mich persönlich etabliert hat noch, ist die Zeit des Frühlings zum Fasten. Es gibt mit Sicherheit, man kann immer fasten, wenn man das möchte, egal ob im Sommer, Herbst, Frühling, Winter. Aber für mich persönlich ist der Frühling wirklich die ideale Jahreszeit, denn es fängt an draußen zu blühen, es wird wärmer, die Sonne kommt raus, die Tage werden länger und das alles zusammen, dieser naturelle Wandel hin zum für mich Positiven, zusammen mit der inneren Veränderung, das matcht für mich wunderbar. Im Sommer, muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich, hätte ich keine Lust, 100% zu verzichten auf mal, weiß ich nicht, ein Bierchen am Abend oder sowas. Das möchte ich mir im Sommer ungern nehmen lassen. Im Herbst könnte ich mir persönlich das überhaupt nicht vorstellen. In der Tendenz wird alles grauer und kahler und düsterer. Und im Winter wäre es mir wahrscheinlich einfach zu kalt. Das heißt, Frühling hat sich für mich bewährt als ideale Jahreszeit zum Fasten. Nach wie vor habe ich, wie im letzten Jahr, auch in diesem Jahr Heilfasten gemacht nach der Art
Buchinger, sprich das Buchinger Heilfasten. Es gibt, ich hatte es auch im letzten Video erwähnt, in Deutschland auch verschiedene Kliniken, die man besuchen kann, wo man da vor Ort Heilfasten machen kann, unter ärztlicher Betreuung, mit Programmen und so weiter und so fort. Wer sich damit sicherer fühlt, soll das unbedingt machen, ist kein Schnapper, finanziell gesehen, aber für denjenigen, der dieses Sicherheitsgefühl braucht, da in guten Händen zu sein, ist das mit Sicherheit dann die richtige Anlaufstelle. Und die haben einen unglaublichen Track Record von, ich weiß nicht, über 100 Jahren Fastenerfahrung. Also die wissen wirklich, wie es funktioniert, was für eine Betreuung relevant ist, was man machen kann, wenn man sich wie fühlt. Und da werdet ihr mit Sicherheit gut aufgehoben sein. Soweit ich weiß, befindet sich eine Klinik in Bad Pyrmonde, eine Klinik befindet sich Richtung Bodensee. Das ist keine Werbung für die, ich werde auch nicht bezahlt dafür. Die wissen auch gar nicht, dass es mich gibt, gehe ich von aus. Aber ich habe da reingeguckt und hatte für mich persönlich einen sehr kompetenten, seriösen Eindruck. Würde es daher erstmal allen empfehlen. Ich kenne auch Leute, die da waren, habe auch da nur Positives gehört. Selbstverständlich, wenn er sagt, Mensch, ich würde es auch einfach mal zu Hause ausprobieren, könnt ihr auch das machen. Was ich jedem mindestens empfehlen würde, ist, sich einzulesen. Ich habe das jetzt nicht allzu tief gemacht. Ich habe mich da jetzt nicht jahrelang mit befasst. Ich glaube, ich habe 3 Bücher gelesen darüber und einige YouTube-Videos geguckt, um für mich so eine grobe Roadmap zu haben und mich einfach etwas sicherer dabei zu fühlen. Das Heilfasten nach Buchinger ist ganz allgemein so aufgebaut, dass man 2 Entlastungstage hat. Das heißt, da wird überwiegend Obst gegessen oder Reis oder Gemüse, keine Soßen und sonst nichts und aus kalorientechnischer Sicht schon stark reduziert. Am zweiten Tag ähnlich, am dritten Tag wird dann abgeführt, entweder mit Glaubersalz oder mit ähnlichen Sachen und dann beginnt quasi auch die Fastenzeit. Das heißt, ab da geht's los und dann, ich persönlich würde empfehlen, beim ersten Mal fasten vielleicht 7 Tage oder vielleicht 8, 9 Tage oder vielleicht 10 Tage nichts zu essen. Ich würde es nicht direkt übertreiben. Aber ich glaube, der beste Ratschlag in dem Moment ist auch, wirklich auf seinen eigenen Körper zu hören. Zu gucken, okay, geht das jetzt wirklich noch? Und mehr auf seinen Körper zu hören als auf sein Ego. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man, wenn man merkt, oh, ich komme an meine Grenzen, mir wird vielleicht hier und da mal schwindelig, wenn ich mich zu doll bewege oder ähnliches, dass man dann auch wirklich sagt, okay, das war bis hier eine super Erfahrung, jetzt werde ich das Fasten brechen, anstatt dann vom Kopf her zu sagen, ja, ich schaffe aber noch eine Woche und das ziehe ich jetzt durch, das wäre in dem Moment vermutlich kontraproduktiv. Was mir noch aufgefallen ist im diesjährigen Fasten im Vergleich zum letztjährigen Fasten, ich habe im diesjährigen Fasten das erste Mal Fitnesssport betrieben während des Fastens. Und auch das war eine enorme Erfahrung. Ich war gestern im Fitnessstudio, ich glaube 3 Stunden und habe wirklich, ich habe etwas Kraftverlust, aber wirklich nicht viel. Ich persönlich habe mein Fitnesstraining dahingehend angepasst, dass ich meine Pausenzeiten verlängere, dass ich vorab 10-20% weniger Gewicht nehme, also ich arbeite nicht mit Maximalgewicht. Und ich lasse Übungen weg, wie beispielsweise Kreuzheben. Kreuzheben ist eine Übung, die enorm, also für die Bodybuilder vielleicht unter euch, die enorm aufs zentrale Nervensystem geht. Und das muss ich nicht unbedingt jetzt beanspruchen während der 2 Wochen Fastenzeit. Das sind so die Einschränkungen, die ich gemacht habe. Deshalb war ich gestern auch 3 Stunden da. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen in den Pausen, aber ansonsten rein von der Kraft her, es ist unglaublich, was der Körper auch nach 2 Wochen ohne wirkliche Kalorienzufuhr für Reserven hat und was für eine Kraft.
Auch in diesem Jahr war es nicht so, dass ich durch meinen Alltag gegangen bin und mental die ganze Zeit irgendwie an Burger und an Brote und an Salate und an sonst was dachte. Nein, das war überhaupt nicht präsent. Das Thema Essen oder Hunger war überhaupt nicht präsent. Es war kein Thema. Es fand keinerlei Ablenkung statt während meinem Büroalltag. Übrigens, der nächste Punkt, ich habe im letzten Jahr Urlaub gehabt, es war Lockdown, ich weiß es nicht mehr. Ich war auf jeden Fall zu Hause und in diesem Jahr war ich arbeiten, das heißt, ich hatte einen relativ gewöhnlichen Alltag. Aktuell verschiedene Projekte, war dann mal im Büro, habe dann mal von woanders gearbeitet. Und auch das hat ohne weiteres funktioniert. Es ist nicht so, dass ich abgelenkt war. Ich hatte sogar das Gefühl, ich war konzentrierter und ich war klarer. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, und das ist jetzt etwas Besonderes, ich weiß nicht, ob das rein subjektiv ist, ich habe aber mit weiteren Fastenden gesprochen, die subjektiv eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Ich habe das Gefühl, ich kam näher zu mir. Und das hat sich so ausgewirkt, dass ich klarer wurde, auch im Miteinander mit anderen, in Gesprächen mit Mitarbeitern zum Beispiel. Ich war immer freundlich, aber bestimmend. Ich habe viel klarer gesagt, was ich wirklich denke, wovon ich überzeugt bin, meine Meinung eher geäußert. Es waren weniger Hemmschwelle da, den eigenen Inhalt zurückzuhalten an mancherlei Stelle. Und wenn du den Kanal länger verfolgst, ist Kanal der Spiritualität, ich arbeite seit 10 Jahren mit solchen Themen, mein bestes Ich zu werden, in Anführungsstrichen. Und habe deshalb da schon viele Fortschritte in den letzten Jahren unabhängig vom Fasten gemacht. Es ist mir jetzt aber nochmal aufgefallen, in besonderen Situationen, beispielsweise in Gesprächen mit Führungspersonen, mit Anwälten, mit Ärzten oder ähnliches, wo ich vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren vielleicht an manchen Stellen zu den hoch geschaut hätte oder meine Meinung vielleicht zurückgehalten hätte, weil ich vielleicht Angst davor gehabt hätte, wie das wirken könnte auf die oder ähnliches. Das ist im Kontext des Fastens nahezu weg. Es ist schwierig, das aufs Fasten zurückzuführen. Es wird vermutlich, in der Psychologie sagt man, multifaktorielle Einflüsse haben. Das heißt, ich bin ja nebenbei auch Freimaurer und habe natürlich auch da eine Menge gelernt. Ich habe nebenbei meditiert, habe auf anderen Ebenen noch an mir gearbeitet. Da wird mit Sicherheit vieles zusammenfließen. Aber aufgefallen ist es mir tatsächlich in den letzten 14 Tagen im Fastenkontext nochmal extrem. Und summa summarum waren das alles Veränderungen, Benefits, die für mich durch die Bank positiv waren. Eine Anmerkung noch zum Schluss, die halb positiv, halb negativ war. Ich hatte zum Teil schon starke Schmerzen im unteren Rücken. Und ich dachte erst irgendwie, das wären die Nieren oder so. Es ist aber noch weiter unten, fast schon Richtung Steißbein. Ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Laut Google, ich war jetzt nicht damit beim Arzt, weil es war auch aushaltbar, ist das Ketosäure, die vom Körper ausgeschüttet wird und so eine Art sehr starken Muskelkatergefühl in einem auslösen kann. Das war zeitweise nicht angenehm. Also es gab 1-2 Tage, da hatte ich wirklich Probleme einzuschlafen aufgrund der Schmerzen oder bin in derselben Nacht aufgewacht deshalb. Aber mittlerweile ist es gut. Also es war nie so. Ich glaube, ich habe einmal eine Aspirin genommen. Das heißt, ich versuche so gut es geht, auf alle Medikamente zu verzichten. Also wenn ihr jetzt Medikamentenexperte seid, kann es gut sein, dass du sagst, hey, warum nimmst du denn da eine Aspirin? Möglich. Vielleicht hat es als Placebo gewirkt. I don't know. Ich nehme sonst nichts. Aber auf jeden Fall sind die Schmerzen jetzt wieder weg. Und so weit mein Verständnis reicht, ist es an sich auch etwas Positives, wenn der Körper diese Ketosäure ausschüttet.
Es hat halt nur eine negative Begleiterscheinung in Form der Schmerzen. Aber ansonsten, wenn man hier einen Strich zieht, die Bilanz ist komplett positiv. Ich werde definitiv im nächsten Jahr wieder fasten. Vor allem habe ich gesehen, dass hier auf diesem Kanal Heilfasten scheinbar extrem nachgefragt wird. Das Heilfasten-Video aus dem letzten Jahr ist von einem der wenigst geklickten Videos hoch auf eines der meistgeklickten Videos hier auf diesem Kanal. Dafür möchte ich mich sehr bedanken. Das ist auch der Grund, warum hier an dieser Stelle das nächste kommt. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare. Schön, dass du bis hierhin dabei warst. Mach es gut. Viel Spaß. Genieß die Tage. Wenn du Heilfasten ausprobieren möchtest, lass mich gerne an deiner Erfahrung teilhaben. Bis dahin. Adios.